Und damit herzlich willkommen zum nächsten GTA-Video. Beim letzten Mal haben wir eine Mission nur gemacht, aber die war ganz schön schwierig gewesen. Auch, aber hat Spaß gemacht. Ich habe schon beim letzten Mal gesagt, wir mussten im Auftrag von Lucy, weil er nicht schwimmen kann, weil er blind ist, mussten wir aufs Meer schwimmen und dort auf ein Schiff gehen und dort irgendwo eine Wanze platzieren. Und da sollten wir uns erst zunächst gegen die Danaboys ein bisschen durchkämpfen, ein bisschen mehr so. Bisschen Nahkampf, Messerkampf machen, das war eigentlich ganz einfach gewesen. Die Schwierigkeit war allerdings beim Flüchten dann gewesen, als wir dann wieder zum Ufer schwimmen sollten und da nicht von den anderen patrouillierten Schiffen erwischt werden sollten. Und der hätte Feature beinahe mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil er nicht aufgeschwommen ist und so fast keine Luft mehr bekommen hätte und dann krepiert gewesen wäre. Gut, zum Glück ist das nicht eingetroffen und jetzt kann ich ganz ruhig die nächste Mission bei Lucy machen. Wird Easy, my Tang. Man. CJ, you caught me on my way out. Business? This is the big one. This is the one that is going to seal my place in the Red Gecko Tong. But something's come up, and I got to sort things out myself. Excuse me. Little Lion, what's the news? Damn! Why today of all days? Okay, shit. Take Guppy and go check it out. Trouble? The Da Nang boys are arriving today on a container ship. Little Lion's gone to check it out. I really gotta go too. Hey man, look, don't even trip. I'ma handle this for you, alright? Thanks, my friend. Your help and friendship has been invaluable to me. Thanks, man. What are the other guys? Oh, they're getting a helicopter to do a couple of flybys of the ship. Look, if everything goes well, I'll call you in a week or so and invite you to my new spot. Hey, CJ! Ich dachte, ich muss schon Baby fliegen. Just bumped into Woolsey on his way out. Feel me in. I thought I'd go with you. Well, we ain't rolling. Whoa, early. Strap in and strap up. Ich dachte schon, wir müssen mit dem Heli fliegen. Ach, das kennen wir doch auch schon, so eine Mission. Das ist doch schon sowas von bekannt, diese Mission. Die kennen wir schon aus GTA 3 und GTA Vice City, wo man im Fliegen irgendwie was abballern muss. Ich weiß nicht, ob ich sie... I see. You better lock and load. They'll be on their guard. Lock and load. Wow. I see them. They're all over the containers. I got them, man. Right in my sight. Hit those Danang bastards. Eine Minigun, Freunde. Das ist eine Minigun. Wenn man mit einer Minigun rumballern kann, das ist das Beste, was einem GTA Play. RPG! RPG! Where? Which side? We're hit! We're going down! Brace for impact! Oh Gott. War das jetzt so geplant oder was? Man, that hurt. Damn. Lost everything but my blade. Ach, wir müssen wieder auf das Schiff oder was, wo wir eben auch schon mal waren. Ist das das gleiche? Das war ein relativ kurzes Intermezzo. Ich hätte gerne noch ein bisschen mit der Minigun rumgeballert, Alter. Can you see any survivors? No, nobody getting out of that alive. Ha. Huh. Oh, warum habe ich keine Waffen mehr, Mann? Scheiße. Was ist denn das für ein Mist? Warum habe ich keine Waffen, Alter? Ich raste aus. Jetzt muss ich mich mit dem Messer hier durchkämpfen. Und die sind mit AKs bewaffnet. Wie sollte das gehen? It's on now. Next time I kill you. Jetzt habe ich mir zumindest schon meine Waffe gesichert. So. Ach, na gut, das ist eine Shotgun, naja. Peng. Bam. Wer steht nochmal auf, oder? Ne, er steht nicht mehr auf. Gut. Oh Gott, er kommt da runtergesprungen. Die Waffe hole ich mir erstmal. Mit einer Shotgun kommt man hier nicht voran, weil das. Shotgun ist zwar eine coole Waffe, aber auf die Distanz gerichtet. Hast du damit. Kannst du damit keinen Blumentopf gewinnen. Das ist das Problem dabei. Das ist das Problem dabei, Freunde.
Sollten wir uns hier hochklettern oder was? Und ich dachte, ich hätte genug davon, dass man irgendwo. Welcome to America! Ah, wie kriege ich die jetzt am besten mal? Bäh. Scheiße, von hier unten kriege ich die nicht. Hol mir schnell die Waffen hier, die muss ich mir holen. Ich brauche Muni, Mann. Die kriege ich einfach, ich kriege einfach die Waffen weggenommen. Gut, wenn man aus dem Heli stürzt, dann verliert man die auch logischerweise. Das ist ja irgendwo dann wieder klar. Bam. Maschinenpistolen-Skill verbessert, ja. Yeah. Ich hab's drauf. Ich dachte, da steht noch einer. Oh, hallo, huh? Kollege. What? Oh Gott. I go here myself. Er hat sich auch geduckt. Oh, was für ein cleveres Kerlchen. Wo ist er denn? Holy shit, holy shit! Oh Gott. Oh, Glück gehabt. Okay, ich bekomme langsam mehr Ohr. Boah, Hilfe. Headshot, komm. Headshots sind immer am besten, wenn man aus Nahdistanz was machen kann, dann am besten ein Headshot, weil dann ist man so gleich los, die Gegner. Bam. Lalalalala. Ich baller alles am Ohr und Herz. Das ist mal richtig weltmeisterlich, dass ich sowas angeboten bekomme. Wo killst du mich? Das erinnert mich immer an die Kolumbianer aus GTA 3. I want to kill you! Und dann haben sie es trotzdem nicht geschafft. Wo bist du denn, Kollege? Wo versteckst du dich denn? Du Drecksack. Wo geht's denn weiter jetzt eigentlich? Ach, hier hinne. Hahaha. Zum Glück habe ich das mit dem Abrollen irgendwann mal kapiert. Weil das kann man jetzt auch super hier anwenden bei diesen ganzen Containern hier. Guckt dir das an, wie die sich hier. Guckt euch die Drecksäcke an, wie die sich jetzt eiskalt hier. Wie die sich jetzt eiskalt da angeschlichen haben. Das sind schon ein paar kluge Kerle, das sage ich euch. So. Wir arbeiten uns weiter hier vor. Ich finde, wir sind gut dabei. Oder ist das nur ein Trugschluss? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Oh, darunter muss ich. Bringt das was, wenn ich jetzt da einen Jump wage? Ja, das bringt was. Keep it down. You wanna bring the snake head down here? Not long until we're drinking cola in the free west, eh? Hey, who the fuck are you? Ah, es geht weiter. Es geht weiter, Freunde.
Die Schießerei geht weiter. So. I come to you. Next time I kill you. Hilfe, wow! Ich muss hier weg, Mann. Wow. Drecksäcke da. I gonna kill you. Bam. Ich brauche mal Rüstung. Ich brauche Rüstung. Herr Gott, schenke mir Rüstung vom Himmel. Mann. Man muss aufpassen, dass man nicht überrascht wird von denen. Oh Gott, Hilfe! Oh Gott! Was eine Scheiße, Alter. Wirft der Granaten, der Typ? Was ist denn das für ein Drecksack? So, wo muss ich hier drauf schießen? It's a free country. Schalte alle Personen auf dem Schiff aus. Oh. Mind your manners. Krieg ich zumindest noch mal ein bisschen Leben. Mein Gott. Helfen die mir jetzt? Nein, die sind nicht bewaffnet, wenn die mal bewaffnet wären. Und alles meine Leute, die muss ich nicht abschießen. Ne? Die muss ich nicht abschießen, gut. Wo geht's weiter? Oh, das wollte ich nicht. You bastard shitface. Hallo, nicht schießen, Mann. Gott. Das ist, wenn man mit Touchpad zockt, dann tippt man halt mal auf das Touchpad drauf und doppelklickt mit euren Cheesen und dann ballert er die Munition da weg. Oh, ich hasse das. Geschafft haben wir es noch nicht, also ich darf mich noch nicht auf die Schulter klopfen. Hier oben steht noch irgendwo einer, oder? Zack, bumm. Ach, das war der nicht. Schade, ich dachte, das wäre der gewesen. Er ist genau über mir. Ach, ich dachte, das wäre jemand, der da oben steht.
Oh, was, kann ich nicht einfach vom Schiff wieder springen und dann ist die Sache gegessen? Mann, wird's wieder komplizierter gemacht, wie ich sag, wer das. Oh Gott. Alter, meine Fresse. Ich raste hier aus, Mann. Ich krieg einen die Waffel hier. Oh Gott. Ha, ha, ha. Gibt das jetzt einen Messerkampf? Einen Säbelkampf? Enough! We settled this here! Oh, das war's schon. Das war das schon, Freunde. Euer Ernst. Also ich dachte, ich habe mich jetzt schon auf so ein richtiges Säbelgefecht eingestellt und dann bup, bup, bup. Und schon habe ich seinen Kopf abgesäbelt. So wird kurz ein Prozess gemacht, Freunde. So und nicht anders. Ist noch irgendjemand jetzt hier, auf den ich irgendwie achten muss? Oder habe ich es geschafft? Kann ich mir jetzt auf die Schulter klopfen? Ich weiß es noch nicht. Ich muss erstmal zu den Flüchtlingen runter. Ach, da unten stehen sie. Perfekt. Thank you for everything. Wo kommen die Boote auf einmal her? Wo kommen die Boote her? GTA-Logik. $15.000, Mission erfüllt. Check. Boom. Yeah. Und ich kann mich endlich auf die Schulter klopfen. Wieder einmal habe ich eine Mission, die mit Sicherheit einen hohen Schwierigkeitsgrad hat, gleich im ersten Versuch geschafft. Ich bin weiter im Video sehr stolz auf mich. Und wieder mal hat es gezeigt, man muss die Krankenwagenmission machen, um die erhöhte Lebenszeit zu machen. Ansonsten kannst du eigentlich einpacken. So sieht es nämlich aus. So. So legt man mit einem Boot an, ganz clever. Jetzt sind wir hier unten bei der Bude von Jizzy gelandet. Oder ist doch die Bude von Jizzy? Nee, doch nicht, oder? Naja, egal. Hier steht jemand, zumindest ein Auto. Ja, ich weiß nicht, wann ich jetzt noch anfangen soll. Ob ich jetzt einfach die Folge beende. Weil bis jetzt wieder eine Mission bei den Crashspuren wieder anfange, ist auch wieder viel. Watch it! Ich könnte halt auch wieder mal eine längere Folge machen. Ich kann mir ja zumindest die Missionen angucken bei den Crashspulen. Und wenn ich da gut durchkomme, dann schaffe ich sie vielleicht noch. Und wenn nicht, weiß dann nicht mehr. So ist der Plan, will ich jetzt einfach mal sagen. So ist der Plan, Freunde. What wonderful drive! Also speichern und dann gleich geht es ja direkt weiter. Also habe ich ja noch eine große Wegstrecke zurückzulegen, ist ja gleich nebenan quasi. Also ich schaue mir die Mission mal an und dann gucke ich mal, wie ich durchkomme. Ne? So. Gut, ja, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Smail Trail. Hey CJ, what's up? Hey, what's up, Jethro? Some cops are looking for you in the office, man. Tamping. Alright, man, I got it. Nice to see y'all kicking back. Oh. I wonder how your brother's sleeping. Curled up next to his shower daddy while you lived comfortably on the outside. What y'all want this time?
Well, what we want is to get on with our jobs in peace without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. The press on ya? What the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work, that he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up for us. And that Stooley, shut him up too. Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him today. Take care of him. Oh, this is a nice place, Carl. Danke, Tenpenny. Danke. Auf einer... Oh, Präzisionsgewehr. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant, Freunde. Jetzt wird's interessant. Auf der Baustelle, natürlich. Auf der verwaisten Baustelle, wo mir immer diese Bauarbeiter verjagt haben. Hahaha. Ich sehe einen grünen Pfeil. Wo ist er? Ah, da drin hast du es versteckt. Beide aus. Das klingt einfach. Also Freunde, das klingt jetzt echt einfach. Das muss ich jetzt ganz mal ehrlich sagen. Was gibt es für eine Falle dabei? Könnt ihr mir die schon mal verraten? Da ich wahrscheinlich im... Folge der Bahn, natürlich. Das machen wir doch. Den Schienen folgen wir ihm jetzt. Oh, ich hasse es, auf Schienen zu fahren. Da kannst du kein Gas geben. Naja, ich versuche mal hier am Rand zu fahren. Und ein bisschen Speed aufbauen kann, dass man die Bahn auch nicht irgendwie verlieren kann. Ne? Mission klingt irgendwie einfach. Die klingt mir schon zu einfach. Wo ist der Haken? Oh Gott, Gegenverkehr. Wir werden es gleich sehen. Wahrscheinlich dürfen wir uns nicht sehen, bla bla bla, wir müssen so und so viel Abstand wieder haben und all diese Geschichten wahrscheinlich. Das wird es wahrscheinlich sein, glaube ich. Und so schnell sind wir am Land jetzt mitten in der Pampa wieder gelandet, wobei wir mal kurz durch den Tunnel gefahren sind. Oh Gott, seht ihr das? Ich habe einmal abgebremst und schon... Bei jedem Karre. Oh Gott. Ich sehe nicht. Oh Gott. Okay, ich sehe ihn noch. Er ist noch in Sichtweite. Ich habe schon gedacht, ich verliere den jetzt. Und wieder Gegenverkehr. Los nicht ins... Ah, ich dachte auch noch, der war so. Egal. Ja, nicht von der Bahnstrecke kommen, weil ich glaube, dann habe ich verkackt. Okay, da unten ist jetzt Wasser. Da dürfte ich jetzt nicht reinfallen. Ach, wie lange geht das noch hier mal? Wo sind wir eigentlich jetzt? Ne? Ich habe irgendwas von Los Santos gelesen. Sind wir schon in Los Santos? Das ging ja relativ schnell. Ja, wir sind, glaube ich, echt in Los Santos wieder gelandet.
I'm on a run, shithead. Alter, also Abstand, um ihn nicht zu verschrecken. Also, ich hab mir schon gedacht, so was. Police officer coming through! So. Bisschen Abstand halten. Dann ist das doch endlich ganz gut. Also, jetzt kann ich mich wieder erinnern an die Mission. Jetzt kann ich mich wieder erinnern. Schieß doch nicht, CJ, Mann, was machst du denn da? Um ihm zu folgen, ja, mache ich dann. Und zwar habe ich immer den Fehler gemacht, dass ich ihn schon vorher ausgeschaltet habe. Und ich nicht kapiert habe, ich muss ja noch jemanden umbringen. Gut, er steigt in ein Taxi ein, das heißt... Ja, was ist denn? Ich bin doch weg! Alter. Was ist das für ein Schreck, Alter? Ich bin doch weggegangen und die Leiste steigt an, Alter. Gib mir mal ein Auto. Ja, ich bin zu weit weg. Ich baue jetzt mal ein Auto, Mann. Give me that fucking wheel. Oh Gott, zum Glück ist da vorne eine rote Ampel. Rote Ampel hat mich gerettet. Rote Ampel, sei Dank. Wir sind echt, glaube ich, wieder los. Ja, das ist Los Angeles, oder? Ich weiß es momentan gar nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, die einzige Schwierigkeit hier ist, man darf nicht so nah ranfahren. Also quasi dieser Klassiker immer auch. Und aus den anderen GTA-Teilen schon bekannt. Ja, ein paar Missionen haben sich da die Rockstar-Entwickler einfach übernommen. Clever gewesen. Was heißt clever? Genau, die treffen sich hier unten bei diesem Freizeitpark. Der die Zielperson trifft. Ich glaube, ich kann die dann auch einfach umfahren. Oder einfach ein Scharfschützengewehr ihn sich irgendwo hinstellen. Deswegen habe ich es ja. Das macht, glaube ich, das Ganze noch einfacher. Schalte beide aus. Ja, da haben wir es doch. Oh, jetzt kann ich schon wieder nicht zoomen, Mann. Wie ging denn zoomen? Hallo. Y. Ach, scheiße, Mann. So, Freund, du läufst da jetzt nicht mehr so verzweifelt rum. Ja, gut, Mission erfüllt. Und dann
Ah, ich muss so verrückt, weißt du? Und dann macht man sich so verrückt. Dann macht man so einen weiten Weg und bekommt man jetzt mal eine Belohnung. Okay, das sind die Crash-Spuren, die geben eh die Belohnung. Das kann man aber nicht verlangen. So. Das war die Folge. War eine bisschen längere Folge, aber ich bin gut vorgekommen. Jetzt mal das genau das, was ich erreichen wollte, jetzt einfach mal. Ich bin vorangekommen und das ist das Wichtigste. Fantastic, you hit me! Wir könnten uns ja mal umziehen. Warum denn nicht? Oh, Labs, war ich denn jetzt schon mal drin? Ah, hier war ich schon mal drin, glaube ich. Use the stud booth over there. Ich schaue mir jetzt mal an, was sie so haben. Baseball Tee. Ja, ich will mich eigentlich nicht so lange hier wieder aufhalten beim Umziehen. Okay, erste Jacke habe ich ja schon. Sleepers Top. Geil. Das passt aber irgendwie nicht. Das ist ein Eishockey-Obershirt, oder? Ich weiß es nicht. Ach nee, das hatte ich doch schon mal, das Hässliche. Nee, ich glaube, ich behalte meinen alten Style wieder. Das macht jetzt wieder unnötig Zeitverschwendung. Das ist wieder unnötig Zeitverschwendung jetzt. Wenn ich da jetzt mich wieder mit abgebe und so weiter und so fort, das lasse ich jetzt mal lieber. Ja, ich beende jetzt die Folge. Ich fahre jetzt noch speichern. Und ja, beim nächsten Mal machen wir bei, weiß ich noch gar nicht, wahrscheinlich mache ich auch mal wieder eine Nebenmission. Mal gucken, was ich mir einfallen lasse. Bis dann, ciao.